Jo, und genau zu dem Game begrüße ich euch zurück zu Mighty Number 9 Nimue DLC. Wir spielen wieder mal in der Robot Factory als die gute Ray. Versuchen wir mal unser Glück. Und ich hoffe, dass wir das hinbekommen. Da ist der Seismic drauf, da ist der Countershade drauf, da ist der Brandish drauf. So, hier dashen wir durch. Da dash, da dash, da dash, da dash, da dash, da dash. Dash, dash. Und. Oh! Einer der wenigen Augenblicke, wo ich mit Ray einen Gegner einsammle, der nicht 100% gibt, ist im Normalfall relativ selten, weil ihr sowieso alles one-hittet. Und weiter geht's, Leben einsammeln. Und ja, da musste ich leider runter. Weil ich hatte nicht mehr die Höhe. Könnte ich jetzt eigentlich wieder raus? Tatsächlich, ich könnte wieder raus. So. Den. Komm schon, schick mir mal was Vernünftiges, bitte. Das ist vernünftig. Und jetzt. Sehr schön. Ich liebe es. Du, du. Du. Und. Warum ich das eigentlich mit dem hier immer mache, weil die Schilde zum Beispiel mit dem Dash nicht kaputt gehen. Die gehen mit dem Seismic aber direkt kaputt. So. Erledigt. Jetzt. Also die Schilde hier, die gehen halt nur kaputt, wenn man drauf schießt oder sowas. Aber mit dem kann ich einfach. Dann drehen die sich ja einmal, schießen auf einen. Und dann müsste man in der Zeit, wo die gedreht sind und schießen, müsste man nochmal schießen. Das hat sie zwar mit dem Battalion, aber mit dem Seismic kann ich das halt direkt machen. So. Darum mache ich das am liebsten mit dem Seismic. Und so, da. Ha, ich hab den Sprung einfach raus. Machen wir es so. Ich glaube, jeder Gegner hat sowas. Eine Verwandlung, wo er relativ schwach gegen ist. Und das ist bei dem hier dann definitiv der Brandish. So, und jetzt kommst du einmal runter und wirst dann kaputt gehauen. Jetzt warten wir auf den Bus. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Meiner war ganz in Ordnung. Außer dass ich ein bisschen spät aufgestanden bin. Aber nur ein bisschen. Nee, stimmt gar nicht. Moment. Also mit mal aufgestanden, stimmt schon, aber. So, und jetzt. Jetzt kommt das. Nehmen wir den.
Da finde ich das am einfachsten. So, einfach hier durchlaufen. Solange nichts direkt auf meinem Kopf landet, ist das Ding hier eigentlich ziemlich einfach. Da kann ich es mir sogar aussuchen, ob ich hier den Dash benutze oder ob ich den Slice benutze. Weil beides hier Insta-Kills sind. Und die dürfen auch nicht zeitgleich von beiden Seiten kommen. So. Hep. Hep. Ups. Ist aber egal, weil wir hinten direkt wieder neues Leben bekommen. So, weiter geht's. Und hier kriegen wir ja auch nochmal Leben. Und hier kriegen wir nochmal Leben. Da sind wir doch schon wieder beim Endboss. Jetzt habe ich einen Kratzen im Hals. So hätte ich nicht springen sollen. So hat es nämlich jetzt länger gedauert, bis ich aus der Hitbox raus war. Und habe dementsprechend mehr von der Ladung gebraucht. Warum ist da nicht mehr... Achso, stimmt. Ich brauchte sie für... Ja, ist okay. Ich muss jetzt gleich dran denken, beim Angriff mich in Dynatron zu verwandeln. Ups. Das sieht wiederum nicht so geil jetzt aus. Oh ja, das zieht auf jeden Fall viel mehr Schaden. Oh mein Gott, das zieht so viel mehr Schaden, ne? Das gibt es gar nicht. Damit könnte der sogar nicht nur 3 Hits sein, da könnte der sogar wirklich 2 Hits sein. Da habe ich es gerade ein bisschen mit der Angst bekommen. Jetzt bin ich dagegen gesprungen. So ein Rotz. Fuck it, ey. Ja, habe ich richtig. Und los geht's. Los geht's. Weiter. Wach. Nächste Party kommt. Stimmt. Nicht greedy werden. Nicht greedy werden. Oh, das gibt so viel mehr Schaden, ne? Das gibt es gar nicht. Gut, dass mir die Idee gekommen ist, ey. Auch wenn sie... Okay. Das heißt, ich muss ihn aber nur einmal besiegen dann. Voll reingesprungen. Aber das ist sehr viel besser. Ich müsste gucken, ob ich ihn direkt so vor der Hälfte abhalten kann. Shit, jetzt habe ich mich dadurch in der Luft gehalten. Und damit war ich dann zu hoch. Nicht greedy werden, nicht greedy werden.
Weil ich glaube, diese Phase, wo er mich immer besiegt, die wird erst bei der Hälfte getriggert. Mal schauen. Okay. Nee. Nee, nee. Das war arschknapp. Das war echt arschknapp. Oh ja, das kannst du machen. Das darfst du gerne machen. Mit der Phase komme ich absolut klar. Damit komme ich absolut klar. Und erledigt. Yes! Also wenn ihr den einfach besiegen wollt, Dynatron nehmen und dann einfach drauf und dann immer wieder reindashen. Das ist so easy jetzt gewesen. Gut, dass mir die Idee gekommen ist. Yes! So besiegt man den relativ easy. Boah, Cell Absorption. 99,68%. 1000 Punkte extra. Das ist sogar ein B. Respekt an mich selber. Da wird jetzt wahrscheinlich keine Szene kommen, aber wenn doch. These cherry dying cells are nothing like Saunders. They fall apart so easily. I feel almost defiled. What is my consciousness fading? Bill. Bill, where are you? Bill! This emptiness inside! Make me whole again! I found it! Nothing will stand in my way! Okay, ich habe schon fast befürchtet. Wir dürfen das nächste Mal gegen Trinity. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal die Robot Factory geschafft. Endlich. Und außer, dass wir eine Psychopathin spielen, finde ich die Ray echt geil. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Würde mich freuen und wir sehen uns das nächste Mal im Kampf gegen Trinity. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.